Uncool Retro. Cool Retro. Hallo Leute und willkommen hier bei MiaBeCat. Heute stelle ich euch eine coole App vor, die ja hier richtig Retro-Feeling bringt. Dann sieht nämlich euer iPhone aus wie ein richtig alter iPod. Und das hier habe ich mal eben noch schnell rausgekramt. Ja, das hier war mein, glaube ich, so ziemlich erster MP3-Player, den ich hatte. Hier ganz cool mit SD-Karte drin und richtig groß, 1 Gigabyte. Ja, Wahnsinn. Und das war dann eben für die Leute, die sich damals keinen iPod leisten konnten. So wie ich, die haben dann eben mit so einem tollen Ding hier sich begnügen müssen. Aber heute sind wir ja zum Glück viel, viel weiter und können sowas sogar simulieren. Und das zeige ich euch heute gerne mal. Ich mache mich ein klein bisschen dunkler. So, so sieht es nämlich aus. Es ist eine kostenlose App, die nennt sich Rewound. Und die könnt ihr euch einfach runterladen. Und dann habt ihr hier dieses coole Setting mit einem richtigen iPod. Und was cool ist auch, ihr seht schon, das Clickwheel hier, das funktioniert. Und man bekommt auch so ein haptisches Feedback durch die Taptic Engine. Also die Steuerung ist hier sehr, sehr gut nachempfunden. Ich kann hier rumnavigieren. Ich habe am Anfang immer versucht, jetzt hier auf die Menüs zu klicken, aber das war ja damals nicht so. Man muss mit dem Clickwheel einmal rumgehen, hier auf Albums zum Beispiel, und dann in der Mitte dann auswählen. Und dann kann ich mir hier nochmal ein Album aussuchen und sage ich mal hier All the Right Reasons. Und dann kann ich dann hier auch die Wiedergabe starten und pausieren und natürlich auch ein Liedchen vorspringen, zurückspringen, wieder ins Menü gehen und so weiter und so fort, was man eben mit so einem iPod machen konnte. Und das hier ist die schwarze Variante, die sieht natürlich hier besonders gut aus. Man kann aber hier verschiedenste Skins draufpacken. Ich zeige euch mal eben noch, ach, ich will schon wieder klicken, es geht doch nicht. Clickwheel benutzen, Mike. So, also hier auf die Settings einmal gehen, ich zeige euch, wie das funktioniert. Wir haben da verschiedene Themes und vor allem hier die Skins, die sind interessant. Da wähle ich mal Skin aus und mache jetzt hier nochmal Add Skin from Photos. Da habe ich mir nämlich schon was runtergeladen. Gehe mal hier schnell auf meine Fotos. Da habe ich hier nämlich so einen weißen Skin von dem weißen iPod. Dann steht hier Layout Changed. Gehen wir einfach nur auf OK und können jetzt hier ja das weiße Theme oder den weißen Skin hier benutzen. Wirkt natürlich jetzt nicht so ganz so wie aus einem Guss, wie das eben der Fall war. Wir können aber auch hier noch neue Skins uns runterladen. Einfach dafür auf Skin gehen. Okay, und dann geht ihr einfach hier auf Download Skins und dann haben wir noch die Auswahl, ob wir das bei Twitter oder bei Weibo machen. Da wir hier nicht in China sind, gehe ich mal hier lieber auf Twitter und dann bekommen wir hier gleich eine Seite präsentiert mit massig Skins, die da entwickelt wurden. Wir haben hier rote, weiße, welche die mehr flach vom Design sind oder ein bisschen mehr dreidimensional gehalten oder auch hier so ganz verrückte Skins. Also da gibt es alles Mögliche und ich würde sagen, wir laden uns einfach mal einen runter. Der hier, der sieht ja total bekloppt aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist doch mal was Ungewöhnliches. Das gab es früher nicht. So, und den laden wir uns mal runter, einfach zu Fotos hinzufügen. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann kann ich hier Add Skin from Photo auswählen, wähle dann hier den runtergeladenen Skin aus und fertig ist die Sache. Und ihr seht, die Bedienung, die klappt immer noch hier mit Menü und ich kann hier ganz normal durchnavigieren. Wunderbar. Also, so hat man hier richtiges Retro-Feeling, Freunde, und natürlich auch ganz ausgefallene Möglichkeiten, wie man jetzt hier seine Musik wiedergeben kann. Wer keinen Bock mehr hat auf die Standard-Musik-App, wo habe ich sie denn? Da ist sie drin. Der kann dann eben mal ja, zum alten iPod wechseln. Ich mag ja doch am allerliebsten, deswegen wechsle ich da nochmal hin zurück, dieses schwarze Setting, denn dann sieht es echt aus. Ach Gott, ich klicke hier immer noch. Ich bin total hier schon geprägt, überall drauf zu drücken, denn das sieht dann richtig cool aus einem Guss aus. Also nochmal auswählen von Fotos, nochmal schnell rein. Wo ist er? Hier ist der schwarze. Zack, fertig. Und dann habe ich hier den richtig coolen iPod-Look. Wahnsinn. Damit hat damals alles angefangen, Freunde. Ich weiß noch, die Dinger waren unheimlich teuer. Ich konnte mir den nicht leisten. Ich habe da, glaube ich, gerade meine erste Ausbildung angefangen damals. Und ja, da war das hier noch eine richtig utopische Sache. Und Apple war mir auch nur vom iPod bekannt. Lange, lange ist es her. Und jetzt könnt ihr hier noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Also, eine sehr schöne Geschichte, Freunde, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, die App ist kostenlos, nennt sich Rewound. Und könnt ihr euch dann einfach aus dem App Store runterladen und dann viel Spaß mit eurem Retro-iPod. Das wäre es gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.